Mülleimer sind in dieser Traumwelt abgeschafft. Sorry, da musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Hä? Cool, oder? Dachte, du kannst mal wieder ein bisschen Superheldenkraft gebrauchen. Ey, mega! Oh, das ist ja so cool. Ich brauche noch mehr Müll. Pups und weg. Ixi, bitte sag, dass das kein Traum ist. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf deine heutige Mission, Julian. Du wirst heute zum Müllsuperheld. Nicht leichter als das, Ixi. Checkman ist bereit. Meine Mission heute? Werde zum Müllsuperheld. In den letzten Jahren haben die Menschen dafür gesorgt, dass sich unser Planet verändert. Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände, Luftverschmutzung. Höchste Zeit, dass wir etwas dagegen tun und rausfinden, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Eine Welt, in der wir unsere Erde schützen und nicht zerstören. Schließlich haben wir ja nur diese eine. Was können wir dafür tun und wie könnte unser Leben dann aussehen? Genau das wollen wir checken. Deswegen schicke ich, Julians super clevere Uhr Ixi, den Checker auf spannende Missionen. Gemeinsam begeben wir uns auf Checkspedition. Na dann, nix wie los. Puh, ist hier viel Müll. Meine clevere Uhr schickt mich heute nach Rathenow in Brandenburg. Aber wer hilft mir heute eigentlich bei meiner Challenge? Natürlich die stinknormalen Superhelden. Sie setzen sich für eine lebenswerte Welt für Kinder ein. Die stinknormalen Superhelden heißen in echt natürlich ganz anders. Als stinknormale Superhelden haben sie alle heldenhafte Fantasienamen. Und da sind sie auch schon. Wie immer auf Müllmission. Rumpelkalle. Kartätschenbernd. Kitty Chaos. Puppy Lableu. Und ihre Anführerin Schatzi Pop. Ja! Hoppala! Hey. Das sieht ja nach jeder Menge Spaß aus, was ihr da macht. Erzählt mir noch mal, was genau machen die stinknormalen Superhelden? Wir sammeln Müll. Ja, ganz genau. Wir versuchen halt, das Thema Umweltschutz auf lustige, unterhaltsame Art zu präsentieren. Und gehen zum Beispiel auch ganz viel in die Schulen, das heißt bei uns Superheldenschule, und versuchen da, die Kinder zu begeistern. Cool. Weil die Leute sind hier müllblind. Die schmeißen Müll in die Natur und dann sehen sie nicht, was sie da machen. Ey, müllblind trifft's ja mega gut. Da muss ich direkt mal meine schlaue Uhr fragen. Wo kommt denn der ganze Müll eigentlich her? Jeder Mensch in Deutschland produziert ungefähr 450 Kilogramm Haushaltsabfall im Jahr. Das ist in etwa so viel wie 5 erwachsene Tigerweibchen wiegen. Bis vor ungefähr 100 Jahren gab es deutlich weniger Müll. Lebensmittel und Getränke konnte man damals in großen Mengen zum Abfüllen kaufen. Verpackungen und Flaschen benutzten die Menschen einfach immer wieder. Vor ungefähr 70 Jahren setzten die Menschen aber auf ein neues Wundermittel: Plastik. Es galt als schick, sauber und unzerbrechlich. Immer mehr Produkte wurden durch Plastikprodukte ersetzt. Wie zum Beispiel auch die Wegwerfpackung. Unsere Welt ist mittlerweile voller Plastik. Das Problem ist der Müll, der dabei produziert wird. Fast die Hälfte der Plastikprodukte sind schon in weniger als einem Monat wieder Abfall. Nur ungefähr ein Viertel unseres Plastikmülls wird recycelt, also wiederverwendet. Und leider gelangt sehr viel Plastikmüll in die Natur, auf die Straßen, in die Flüsse oder ins Meer. Zum Beispiel, weil Menschen ihn achtlos wegwerfen. All dieser Müll belastet unsere Umwelt. Deswegen wird es jetzt auch höchste Zeit für deine Müll-Superhelden-Ausbildung. Okay, ich flitze ja schon los. Was muss ich denn machen, um ein echter Müllsuperheld zu werden? Also grundsätzlich kann jeder ein stinknormaler Müllsuperheld werden. Aber es kommt auf die Taten drauf an. Ja, wir machen mit dir heute eine Müll-Challenge. Ey, cool. Und was muss ich machen? Wir machen die Wiese sauber. Wir machen ein Stück Fluss sauber. Und wir spannen mit dir
Die Girlande der Schande. Ey, was ist das denn? Das ist denn die Girlande der Schande. Mit der Girlande der Schande holen wir den Müll auf Augenhöhe und machen ihn sichtbar für alle. Ah, wir hängen den auf, alles, was man gesammelt hat. Auf die Plätze, fertig. Aha, Zigarettenstummel. Fusselbürste. Ich soll den Müll später sortieren, damit er recycelt, also wiederverwendet werden kann. Die Zigarettenstummel kommen in den Restmüll. Aber jetzt lass dir mal ein richtiges Werkzeug geben, Julian. Okay. Jetzt. Die Aludose kommt später in den gelben Sack. Und los! Auch das in den gelben Sack. Das Taschentuch muss in den Restmüll. Und wieder gelber Sack. Ja! Ein alter Lappen. Auch der ist Restmüll. Bananenschale für den Biomüll. Die kommt in den gelben Sack. Was war das denn? Meine Superheldenkräfte aus der Traumwelt sind zurück. Das war wohl doch was anderes. Boah, was ist das denn? Oh nee, oder? Das ist eine vollgemachte Windel. Na, schnupper mal. Nee. Weißt du, wie viele du davon vollgekackt hast? Keine Ahnung. Schätz mal. Keine Ahnung, 500? So Pi mal Daumen 6000? Nicht dein Ernst. Hast du eine Ahnung, wie lange die brauchen, um zu verrotten? Irgendwann irgendwie weg zu sein oder so? Mm-mm. Um die 450 Jahre. So lange? Ja. Das heißt, wenn wir die nicht aufsammeln, dann ist die hier noch 450 Jahre. Ja, genau. Lass mal gucken, was da noch so drin ist. Okay. Die Bananenschale braucht so circa 2 bis 5 Wochen. Boah, krass, okay. Ja. Das dünne Ding braucht so 10 bis 20 Jahre. Das verrottet ja nicht, das zerfällt ja einfach bloß. Aber baut sich nicht ab. Nee, genau. Und dann haben wir hier noch unsere Plastikflasche. Die ist Rekordhalter tatsächlich zusammen mit den Windeln. Nee, auch 450 Jahre. So ungefähr. Was sehen meine müden Augen da? Das sieht nach Opa Julian aus. Genauer gesagt nach Opa Julian. Unglaublich, was die für Schmutzfinke waren damals. Julian? Entschuldigung, ich war gerade weg. Hier sind wir jetzt fertig. Bist du bereit für den nächsten Teil deiner Challenge? Gut, auf geht's. Jetzt geht's ans Wasser. Wow. Aber wie soll ich denn da den Müll rauskriegen? Probier mal hiermit. Was ist das denn? Das ist eine Magnetangel. Eine Magnetangel? Ja. Und damit holt man dann den Müll raus? Genau. Also, wenn da irgendwas aus Metall unten am Boden ist, dann kriege ich das. Richtig. Dann macht er Klick, dann merkst du so einen Widerstand. Und dann musst du ganz langsam ziehen. Und dann schauen wir mal, was du dran hast. Seid ihr bereit? Richtig mit Schwung. Mit Schwung. 1, 2, 3. Wie cool! Und jetzt holen wir einen Schatz raus. Oder Müll. Boah, da ja, hängt was dran! Ja. Was ist das denn für ein Kram? Der Haken von Captain Hook. Oh, ey, was für ein Schatz. Okay. Und ganz viele so Kronkorken. Und Geld. Eine Münze. Geld. Wir sind reich. Wie viel ist es? 1 Cent. Okay, also alles, was irgendwie aus Metall ist, bleibt da hängen und wir können es rausfischen. Oh, mega. Und klar, auch solche Kronkorken zerfallen erst nach vielen, vielen Jahren und schaden so unserer Umwelt. Müllsammeln macht echt Spaß, ist aber auch ganz schön anstrengend. Ja. Hey, könnt ihr mir mal erklären, was an diesem Plastikmüll und dem ganzen Müll im Wasser eigentlich, was daran so gefährlich ist? Ja klar, Julian. Habt ihr was mitgebracht? Schau mal. Ja, ein Fisch. Richtig. Und die schwimmen ja so in Seen, Flüsse und Meere umher. Mhm. Und neuerdings bekommen die Konkurrenz, und zwar von jeder Menge Müll. Und wenn der Fisch sich dann so durchs Meer bewegt und zufällig auf etwas stößt, was so nach Nahrung aussieht, denkt er sich erstmal, dann fress ich. Der verwechselt es mit Nahrung und isst es. Und dann kommt es so, dass natürlich der nächste Fisch vorbeikommt und denkt sich, guck mal, lecker Happen, Fischhappen. Und zack,
ist der Fisch auch schon weg. Ja, und irgendwann ist die Nahrungskette dann schon mal so erreicht, wenn der den gefressen hat. Dann kommt nämlich der Angler. Und der zieht uns den Fisch natürlich auf den Teller. Darf ich der Angler sein? Na klar, aber du musst schon aufpassen, wo du reinbeißt, weil guck mal, der hat natürlich die anderen Fische gegessen und die hatten ja wiederum den Müll. Ixi, kannst du mir mal sagen, welche Folgen das für die Meeresbewohner hat? Für die Tiere ist das sehr schädlich. Sie verwechseln das Plastik mit Nahrung und verhungern, weil ihr Bauch voller Plastik ist und keine Nahrung mehr reinpasst. Viele Tiere verheddern sich auch im Plastikmüll und sterben dann an ihren Verletzungen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Essen sie so ganze Plastiktüten oder wie ist das? Also Plastik wird ja eigentlich mit der Zeit immer kleiner. Mhm. So durch Sonne und Wind und Regen und so, ne? Irgendwann wird es so winzig. Was mitgebracht? Oh! Mikroplastik nennt man das. Weil es einfach mikro klein ist. Mikrowinzig ist das, genau. Und das kann man auch nicht mehr rausfiltern aus unserem Wasser, weil das so winzig ist, dass das durch ganz viele Filteranlagen einfach durchgeht. Mhm. Hast du vielleicht mal so ein Duschgel benutzt, wo so Massageperlen drin sind? Ja, bestimmt, ja. Okay, stell dir das mal vor, du duschst dich jetzt. Und diese ganzen kleinen Massageperlen, die sind nämlich eigentlich Mikroplastik. Boah, dann duscht man mit Plastik. Aha. Dieses ganze Mikroplastik landet direkt im Abwasser und wieder im Wasser. Kann nicht rausgefiltert werden, landet im Meer und im See. Ob es jetzt durch die Luft ist oder durch so einen Fisch, den wir essen. Wir essen pro Woche eine Kreditkarte voll Plastik. Nicht dein Ernst. Aber dann nicht so am Stück, sondern eben durch diese ganz kleinen Teile. Diese winzigen Mikroplastikteile landen bei uns auch im Bauch. Ach krass. Das heißt, Müllsammeln ist richtig wichtig. Man ist nicht nur cooler Müllsammler, sondern eben auch Umwelt- und Tierschützer. Richtig. Cool. Sollen wir mal unsere Kronkorken einsammeln? Ja. Ja. Und unsere anderen Schätze. 483 Zigarettenstummel, 23 Papiertüten, 15 Plastikflaschen. Alles ist sauber. Ich habe die Wiese und den Fluss vom Müll befreit. Bin ich jetzt ein Müllsuperheld? Na Julian, eine Sache hast du noch vergessen. Und zwar die Girlande der Schande. Und dafür rufe ich jetzt Verstärkung. Super! Wie cool ist das denn? Ey, Wahnsinn, dass ihr da seid. Wisst ihr was? Check? Check! Check-Spedition! Los geht's! Yeah. Jetzt basteln wir die Girlande der Schande und machen den Müll so für alle sichtbar. Sie besteht aus dem Müll, den wir in den letzten 4 Stunden gesammelt haben. Unfassbar, wie viel da zusammenkam. Hey, Schatzi-Pop, das war doch jetzt ein voller Erfolg. Und ich hab meine Challenge gemeistert, oder? Zu 100%. Müll-Superheld! Jetzt werde ich endlich wieder zu Checkman. Ich habe auch nur das erreicht, was jeder erreichen kann. Auf zu neuen Superheldentagen! Was für ein Tag! Ich habe heute gelernt, wie viel unsinnigen Müll wir Menschen eigentlich produzieren und wie wir alle was dagegen tun können, dass so viel davon in unserer Umwelt landet. Also Leute, wenn ihr auch was tun wollt, dann schaut doch mal, wie ihr zu Hause oder auch in der Schule auf Müll verzichten könnt. Und denkt dran, den Müll immer zu trennen, damit der auch wiederverwendet werden kann. Oder ihr startet einfach eure eigene Müllsammelaktion mit euren Freunden. Weil wir alle in 0,nix zu stinknormalen Müllsuperhelden werden können, wenn wir nur anfangen, was gegen die Müllblindheit zu tun. Checkman, unter der Parkbank vorhin hast du aber noch ein bisschen Müll vergessen. Ey, Ruhe jetzt, Ixi, sonst recycle ich dich noch. Ey, pass bloß auf, was du sagst. War doch nur ein Witz. Was würde ich denn ohne dich machen? Dich gibt ja hoffentlich noch mindestens 450 Jahre. Gute Nacht. Gute Nacht.